ich erinnere mich, jugendlich, Teenager damals, es gab Bravo, es gab die ersten Adidas-Schuhe, die man sich kaufte, es gab also diese Sportschuhe, ja. Es gab verschiedene Jeans, eine Wrangler und solche Sachen, die man einfach zu DDR-Zeiten nicht so frei kaufen konnte. Macht euch noch ganz viele Erinnerungen, ja. Da war ja auch noch Fußballweltmeisterschaft. Genau, und dann war auch der Fernseher kaputt, ja, und dann hat die D-Mark und dann haben wir da erstmal getauscht und dann habe ich erstmal einen Fernseher gekauft, genau. Und dann war ich auch wieder in Berlin, genau, im Koffer des Westens dann einen Fernseher gekauft. Also ich habe das alles auf mich zukommen lassen und habe das erstmal wirken lassen und ja, und dann ganz normal einkaufen gegangen. Nicht so besonderes, ich muss den Videorekorder haben oder dies haben oder jenes, so Konsumartikel, die es bei uns nicht gegeben hat. Das hat mich alles nicht interessiert. Ja, das Geld hat lange gelegen, bis es ausgegeben wurde. Und die D-Mark war ja vorher schon eingeführt. Wenn Sie vor der Wende als DDR-Bürger irgendwas machen lassen wollten, als handwerklich oder sonst was ähnliches, dann konnten Sie nicht sagen, hier, wir bezahlen in Ostmark, dann müssen wir gleich sagen, hier 10% in D-Mark, dann hätten Sie sofort gekriegt. Also die D-Mark war in Anführungsstrichen schon fast zweite Währung in der DDR. Bei mir stand dann schon fest, dass ich arbeitslos werden würde und dann hat man schon gemischte Gefühle. Man wusste nicht, wie es werden wird und hat dann schon eine Ahnung davon gehabt, dass nicht alles glatt läuft. So, also nicht alle Blütenträume vielleicht so warm werden, wie man sie sich vorgestellt hat.